Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder. Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Schönen guten Abend. Und den Sport natürlich mit WM-Fußball, den hat heute Ocker Gundel. Gleiche Chancen für alle, das ist der Wunsch, nicht nur am heutigen Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung. Dass Wunsch und Wirklichkeit in Deutschland aber manchmal nicht in die gleiche Richtung gehen, das lässt sich nicht nur symbolisch an diesem Schild ablesen. Zum Beispiel bei Menschen, die mit einer Behinderung auf die Welt kommen und arbeiten wollen, wie jeder andere auch. Und nicht nur in den für sie bislang eigens oft vorgesehenen Berufsfeldern oder Einrichtungen. Wie schwierig das aber sein kann, das zeigen Ilka aus der Mark und Christoph Goldbeck. Sie haben über 14 Jahre lang ein Mädchen begleitet, das sich nun als junge Frau ihren Berufstraum erfüllen kann. An diesen Abschluss hat Marie selbst nicht geglaubt. Marie, ganz herzlichen Glückwunsch, hier ist dein Zertifikat. Ihre Eintrittskarte für den ersten Arbeitsmarkt. Marie hat das Down-Syndrom, ihr Gehirn arbeitet langsamer. Aber sie hat Glück. Schon mit 3 Jahren fördern ihre Adoptiveltern sie, wo es nur geht. Wo ist das? Da. Richtig. Ja, genau. Machst du es dran? Lernen, das mindestens doppelt so lange dauert. In der Schule mit 10 zeigt sich, Marie hat eine Mathe-Schwäche. Das ist typisch für Kinder mit Down-Syndrom. Du sollst ja Plus rechnen, ne? Sie muss kämpfen und lernen, sich durchzusetzen. Und manche Sachen kann ich hier nicht so gut, wenn ich Down-Syndrom habe. Bist du schon mal geärgert worden von anderen Kindern? Natürlich. Und die ärgern mich immer, die treffen mich immer. Und was machst du dann? Dann wehre ich mich. Die Eltern glauben an Marie, wollen, dass sie ein ganz normales Leben führt, statt aus der Gesellschaft ausgegrenzt zu werden. Diese Kinder haben eine Standardzukunft. Sonderschule, Werkstatt für Behinderte, Wohnheim. So, und wir möchten einfach diese Standardzukunft vermeiden. Mit 14 reift in Marie ein erster Berufswunsch. Ich will eigentlich eine Lehrerin sein, aber das klappt irgendwie nicht. Da brauchen wir ja Schulabschluss, sonst schaffe ich nicht. Doch 4 Jahre später hat sie ihn. Erst den Förderschulabschluss, dann den regulären Hauptschulabschluss an einem Berufskolleg. Sie nimmt eine Hürde nach der anderen. Toll, hast geschafft, endlich geschafft. Ich bin froh, dass ich das, meinen Hauptschulabschluss geschafft habe, weil ich ja nicht in den Behindertenwerkstatt gehen möchte. Da hat man ja so keine Freiheit. Ich will einfach, dass es einfach so ist, wie jeder das hat. Marie ist mutig, bewirbt sich an einer Hochschule als Bildungsfachkraft. 3 Jahre Ausbildung liegen noch vor ihr. Dann wird sie zur Expertin in eigener Sache. Sie wird Studierenden vermitteln, wie Menschen mit Behinderungen ticken, damit künftig alle besser zusammenarbeiten. Nur rund 1% aller Menschen mit geistiger Beeinträchtigung schafft den Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt. Denn jedes 4. Unternehmen in Deutschland zahlt lieber eine Abgabe, als Menschen wie Marie einzustellen. Mit 23 ist sie da, wo sie hin wollte. Juhu! Endlich eine Festanstellung. Das ist einfach so schön, einfach jetzt einfach direkt in die Gesellschaft zu gucken, dass Inklusion für alles offen ist. Und jetzt ist es einfach so weit, wir sind hier. Aber nur, wenn wir Marie mitten unter uns willkommen heißen. Und die ganze Dokumentation Marie will alles durchstarten mit Down-Syndrom finden Sie natürlich auch in der ARD-Mediathek.